So, schön. Mit dem Fußboden bin ich nicht so zufrieden. Nee, aber... Ich weiß nicht, ob wir irgendwas weiß lassen sollen. Nein! Gib mir den ein... Da. Ich muss den Schuh wieder braun malen. So. Ja. Ich glaube, da hinten soll noch ein bisschen Himmel durchscheinen. Ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das hier wohl noch Himmel ist. Oh. So, danach zwischen den Bäumen. Man hätte vielleicht das andere Grün jetzt eher für den Baum nehmen können, das dunklere Grün. Mittlerweile bin ich da eher für. Ist aber jetzt egal. So. Eigentlich bin ich jetzt ziemlich fertig. Ich mache nochmal ein bisschen hellgrün. Ich sag, das ist noch ein Rest Baum hier. So. Und das da unten ist jetzt noch ein Gebüsch, komm. Das ist noch ein Gebüsch, habe ich gesagt. So. Ja. Dann kriegst du halt eine. Dann kriegst du jetzt noch einen Gürtel hier. So, in lila. Und dann machen wir hier zwischen noch gelb. Das muss ja irgendwie klappen, ne? So, sehr schön. Und dazwischen den Beinchen auch noch. Ich sehe es nicht. Nein! Ach, Mann. Kriegst du das jetzt dazwischen gelb? Ah, ist es, glaube ich, jetzt schon. Was hat er jetzt für eine Hose gehabt? Eine dunkelgrüne, ne? Ein spannender Part hier. So, okay. Das muss ich jetzt wirklich alles so piekfein ausmalen? Ach, nee, das war das falsche Braun. Oh. Oh. Auch noch. Oh. Ja, das, ich sehe das gerade, das ist noch die Wand, ne? Das ist, glaube ich, noch die Wand von der Garage. Das weiß ich nicht. Mache ich jetzt einfach so. Ja, dunkles braunes Dach da. So. Jetzt haben wir es aber gleich, ne? Das machen wir auch noch braun. Die Haare meinetwegen bei auch noch bei beiden dunkelbraun. So. Ich finde, das reicht jetzt langsam hier. Machen wir jetzt noch schön hässlich rosa die Farben der Haut. So. Ich weiß ja auch nicht, wie piekfein man das ausmalen soll, ne? Dann nehmen wir nochmal einmal hellbraun. Das nehmen wir jetzt für den Baum da hinten, für das Reststück, sehe ich gerade. So. Und eigentlich reicht mir das jetzt so. Ich kann nochmal eben die beiden Lichter hinten und vorne hier ein bisschen bläulich machen. Wahrscheinlich ist das Bild total scheiße jetzt. Nein! Ach, scheiße. Das sollte doch rot bleiben. So, das Auto. So. Jetzt ist eigentlich nur noch da oben der... Das war... Ich bin so fertig. You're finished. Ja. What a lovely family home. Is your home like this? Ja, ne, finde ich auch. Nein. Toll, für diesen einen Satz, ne, habe ich jetzt da, weiß nicht, eine Viertelstunde gemalt oder so. Na, egal. Okay. Tja, Harry. Der Briefkasten ist tatsächlich grün, ne? Habe ich den auch grün gemalt? Ich weiß es gerade nicht. Es sind auf jeden Fall Leute zu Hause. Are you okay, son? No! What are you people doing in my house? Cheryl! Easy there. This isn't your house. Some trouble, honey?
No, Lucy, this man here is just a little confused. This is my house! Well, I don't see how that can be the case. We've been here nearly 14 years. Sure you got the right address? Who was that? That was our daughter, Katie. You're in a bad way, son, getting yourself all worked up. Are you okay? I am not okay! I was in a car accident! My daughter is gone! And you people are in my house! This is all wrong! You're starting to make a scene. This doesn't make sense. Not at all. Cheryl! You are upsetting my wife. Get the hell out of my house! It's my house! It's my damn house! Cheryl! Also sein Unfall muss trotzdem ganz schön was auf seinen Kopf eingewirkt haben. Ich war ja auch der Meinung, er hat nie in Silent Hill gewohnt. Das hat er sich irgendwie eingeredet, ne? Nee, auf dem Ausweis stand das. Levington Street. Oder Levin Street. So, jetzt geht's weiter. Sir, you come down here for me? Officer, there are people in my house. They have my daughter. I was in a car accident. That's not the story I got. Can I see some ID? Mal gucken, was da jetzt drauf steht. Harry Mason. Aha. This is the right address. You know what? This doesn't add up. I'm gonna need you to come down to the station with me. We can sort it out there. No. My daughter is in there. Somewhere. She's missing. I'm a police officer, Mr. Mason, and I need you to come with me. These people don't have your daughter. Trust me. If she's missing, we will find her. Es ist schon sehr merkwürdig. Sie sagt, das ist sogar die richtige Adresse. Anscheinend auch die richtige Stadt. Hm. Interessant auf jeden Fall. Aber es ist schon um Welten anders als Silent Hill 1. Also es wird hier schon ein bisschen alles über den Haufen geworfen. I've been a cop in this town for 20 years. Before that I used to ride around in my daddy's patrol car. So I know the town. Know the people. But your face? I don't know you. I keep out of trouble. Not tonight. Well, I guess tonight everything is out of whack. Why are we the only car on the road? No one's sane out driving tonight. Sorry, I didn't mean to... It's okay. What is with all this snow? Who knows? We only covered basic meteorology in the academy. Hell, we didn't hear about this till it was happening. Barely had time to close off the major highways. It's like the whole town is being punished. It's only weather. Sure. Die ganze Szene erinnert mich gerade total an The Walking Dead Season 1, wo wir mit Lee in dem Polizeiwagen am Anfang des Spiels sitzen. You okay back there? Sure. Ich dachte eben, da sitzt keiner mehr. I'm sure your daughter's okay. We've just got to clear this thing up. We should probably get you to the hospital too, once we know she's safe. I'm fine. The human brain is a delicate thing, Harry. Need to get you checked out. Ja. My dad thought he was tough. He got hit on the head by a punk resisting arrest. He was never the same after that. You gotta look after yourself, Harry, for your daughter's sake. Point taken. Damn, this snow is crazy. Oh, I can't see the road. Ich auch nicht. Wait here. Schon die ganze Zeit nicht so wirklich. Oh, keine gute Idee. Aha, die kommt doch nicht wieder. Zoomen und interagieren. Where's she gone? Kann ich hier irgendwas klicken? Kann ich vielleicht die Tür öffnen? Aha. Ich glaube, ich... Okay, ich muss tatsächlich in Echtzeit das drehen. Habe ich das jetzt geöffnet? Aber nur einen kleinen Spalt, ne? Kann ich das noch weiter öffnen? Dieses Hin- und Her-Huschen ist total geil. Also weiter... Ich kann es nur ein Stück öffnen und das war's.
Gut, ist wahrscheinlich nochmal. Ach, ich kann auch nach vorne. Okay. Handschuhfach öffnet. Vielleicht ist da eine Knarre drin. Marlboro. Also, nee, sind es nicht, aber sah vom Zeichner erst so aus. Hemingway, okay. Ernest. Ja, nehmen wir mit. Eine Erinnerung. Okay. Können wir hier auch nochmal eben aufmachen? Da kann ich aber auch nur ein Stück. Ist interessant, weil eigentlich sollte da noch ein Polizeiwagen. Na gut, wahrscheinlich ist die linke Seite offen. Aber ich will mal eben rüber und gucken, was hier noch so ist, bevor ich jetzt hier rausgehe. Kann ich das da... Ach, Sybil Bennett! Das ist Tatsache Sybil. Also es sind schon die Charaktere aus dem ersten Silent Hill Spiel. Aber es ist halt anders. Ich kann das Mikro aber nicht nehmen. Okay, ich erreiche jetzt keine wirkliche Aussage und ich kann auch das Funksprechgerät nicht nehmen. Kann ich hupen? Kann ich nicht. Ich kann auch das Gaspedal nicht betreten. Ja, ich habe ja auch keinen Schlüssel. Nein, ich wollte hier versuchen... Geht auch nicht weiter. Nee. Kann ich denn hier den Wagen öffnen? Auch nicht? Okay. Kann ich hier drücken? Nee, da komme ich gar nicht ran. Dieses hin und her gespringen ist lustig. Das ist irgendwie eine Karte oder so, ne? Ich kann aber hier nichts... Dann gehen wir nochmal nach hinten auf unseren Sitz hier. Da kann ich ja auch nochmal beim Aufdrehen. Dann machen wir es überall auf. Sehen aber nichts da draußen. Ja, was machen wir denn jetzt? Alle Fenster sind auf. Kann ich mir den Stern nochmal angucken? Vielleicht. Nee. Rückspiel kann ich auch nicht gucken. Handschuhfach haben wir geöffnet. Gibt's hier noch was? Da ist es der Anschnallgurt, ne? Kann ich da... Ah, warte mal. Kann ich da hinten rein? In den Aschenbecher vielleicht? Da? Nee. Kann ich auch nicht. Dieses hin und her gehopse finde ich voll geil. Ich glaube, das ist schon, dass das irgendwas mit dem... hier mit dem Funkgerät auf sich hat. Aber ich konnte bisher halt nichts... Ich versuch's halt weiter, ne? Reicht das schon? Ich muss doch bei irgendeiner Möglichkeit. Das Mikro nutzen können. Ich mach's nochmal an. Ja. Kann ich mein Handy nehmen? Ich kann auch gerade mein Handy nicht nutzen. Also ich muss hier anscheinend irgendwas machen. Ich kann nicht hupen. Was soll ich jetzt hier machen? Ich kann auch nicht blinken oder so, ne? Nee. Ich kann mir den Ausweis nicht von ihr nehmen. Ich finde auch keine Telefonnummer jetzt von ihr hier, ne? Nee. Ach, habe ich das falsche Mikro angeklickt? Muss ich das hier anklicken? Ich muss ja das nehmen, ne? Geht aber auch nicht. Nochmal. Da höre ich doch was. Ja, also ich höre überall nur Gerausche. Nee.
denke, also ich drehe es erstmal volle Kanne an. Irgendwie da. Aber ich kann hier nichts klicken. Vielleicht ist doch noch irgendwas im Handschuhfach. Aber ist da noch mehr? Ach! Nee, das ist nur öffnen und schließen. Gut, ich kann es ja wieder schließen. Vielleicht sollte ich wieder nach hinten gehen und warten, bis sie wiederkommt. Nee. Ich denke eher nicht. Ich kann aber versuchen, ob hier hinten auf... das wäre unwahrscheinlich, wenn hier hinten auf ist, ne? Und da habe ich ja auch probiert, ne? Ach man, ja, jetzt stehe ich hier und friere mir einen ab. Ich kann hier auch nichts mehr anklicken, ne? Das hat irgendwas mit dem scheiß Funkgerät zu tun. Bin mir ziemlich sicher. Und ich kann aber auch nichts machen. Gut, wenn ich jetzt wenigstens mein Handy aufrufen könnte, dann wäre ich ja... Ja, dann könnte ich vielleicht jemanden anrufen oder sonst irgendwas, aber ich kann ja nichts machen. Ne. Ich komme nicht raus. Und ich kann auch nicht irgendwie den Außenspiegel nutzen für irgendwas. Ja. Es tut mir gerade leid. Ich komme echt nicht weiter. Also irgendwas muss hier ja sein. Glücklicherweise ist aber auch jetzt gerade die Aufnahmezeit zu Ende. Deswegen würde ich sagen, wir hören jetzt hier auf. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei, wenn wir hier mehr erreichen. Und bis dahin würde ich sagen, euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.